Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, diesmal mit dem Thema Kundengewinnung. Und hier bei mir in der Aufnahme ist Florian Funfack. Florian, du bist Verkaufstrainer, du bist Buchautor, Joe Whale ist da dein Pseudonym, unter dem du die Do-It-Whale-Bibel herausgebracht hast, ein Buch, über das wir sicherlich noch reden werden. Ja. Und ich freue mich darauf, dass wir uns die Zeit genommen haben, jetzt hier mal dein Wissen aufzunehmen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Sag mir doch gleich mal, warum du dieses Bild der Wale ausgesucht hast, um dein Thema, deine Geschichte rüberzubringen. Ja, ich hatte im Jahr 2010 eine Begegnung mit Walen. Das war auch so aus einem Zufall raus und hatte überhaupt gar keine Lust, an dem Tag überhaupt was zu machen. Also ich bin in Kanada gewesen, weil ich einfach mich neu finden wollte und bin dann durch Zufall an so einer Wahlbeobachtungstour vorbeigekommen. Und ich dachte, wenn ich schon da bin, dann kann ich das ja machen, kann ich den Haken da dran setzen. Und ja, die Motivation war anfangs nicht wirklich groß. Es war ein verregneter Tag, neblig, richtig schön kalt. Und komme dann da rein in dieses Office und treffe so einen alten Seebär, so einen Kapitän und sage, ja, ich möchte heute die Wale sehen. Bin extra aus Deutschland hierher gekommen und dann sagte mir, ist zwar schön, dass du das willst, aber heute ist es nicht möglich, weil er hat keine Anmeldungen und für eine Person lohnt sich das für ihn nicht. Hab dann mit ihm ein bisschen diskutiert, hab ihm erzählt, dass es einfach wichtig ist, so ein bisschen Verkauf mit ihm gemacht und nach kurzem Hin und Her hat er dann gesagt, okay, wir können eines machen, er hatte sowieso eine wissenschaftliche Fahrt heute vor, wo er einfach ein bisschen gucken wollte, was draußen so passiert, musste dann natürlich 10 Erklärungen unterschreiben, eigenes Risiko und so weiter und so weiter und habe mich dann auf dieses Abenteuer eingelassen, mit so einem kleinen Schlauchboot, mit so einem Zodiac, mit ihm aufs Meer zu fahren. Und er hat mir dann so im Laufe der Fahrt, dieser 4-stündigen Fahrt, sehr, sehr viel über das Sozial- und Kommunikationsverhalten von Walen erzählt. Und das war so der Moment, wo in mir die Idee entstanden ist, wenn wir es ein bisschen mehr wie die Wale machen, in der Kommunikation, in unserem Sozialverhalten, dann können wir da sicherlich ganz, ganz stark von profitieren. Und da ist die Idee gestanden, auch diese Walmethode ins Leben zu rufen. Okay, also wir können viel von den Walen lernen über Kommunikation und Verkaufen ist ja fast in erster Linie Kommunikation. Ja, und, richtig. Dann bin ich mal gespannt. Also gib uns doch gleich mal da das erste Nugget, die erste Idee, was wir denn von den Wahlen lernen können. Du schreibst ja hier, dass es was zu tun hat mit Zusammenarbeit, Schulen, Präsenz, Klarheit, Veränderungsbereitschaft. Ja. Wo wollen wir denn loslegen? Also ich finde, die Basis ist für mich gerade im Verkauf die Bereitschaft zur Veränderung. Und wenn man das jetzt wieder auf die Wale bezieht, Wale haben früher nicht im Wasser gelebt, sondern haben an Land gewohnt, sahen aus wie ja etwas größere Hunde mit Pferdefüßen. Und eines Tages gab es dann die Situation, dass es, ja, die Nahrung wurde knapp und jetzt gab es für den Wal zwei Möglichkeiten. Entweder er setzt sich hin und jammert und sagt, das ganze Leben ist schlecht, die Situation hat sich komplett geändert, ich lege mich hin und sterbe. Oder ich suche mir einen neuen Lebensraum. Und der Wal hat in meinen Augen genau das Richtige gemacht, hat sich für den Lebensraum Wasser entschieden und hat einen Veränderungsprozess durchgemacht, der mehrere Millionen Jahre gedauert hat. Und daher sieht der Wal heute auch so aus, wie er jetzt aussieht. Weil mit Fell und Hufen im Wasser zu überleben, ist sehr, sehr schwer. Und gerade wenn wir über das Thema Veränderungsbereitschaft sprechen, erlebe ich es einfach sehr, sehr oft im Alltag, dass Verkäufer manchmal doch eine sehr, sehr große Veränderungsresistenz haben. Wir haben das seit 20 Jahren so gemacht, also machen wir es die nächsten 50 Jahre auch noch so. Auf der anderen Seite erwarten wir von unseren Kunden, dass sie sich am besten im ersten Gespräch gleich für uns entscheiden. Der Kunde soll sich also verändern, nur der Verkäufer liebt es lieber, so in seinem alten Wasser zu angeln und die Führung oft auch dem Kunden zu überlassen. Okay. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.